Liebe Gemeinde, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, hier zum alltäglichen Zombie-Gekloppe. Ich bin weiterhin bestrebt darin, die Ruckler auszumerzen. Mittlerweile bin ich so deep in der Materie drin, wie ich gar nicht sein will. Und ich kenne auch das Problem. Das Spiel läuft mit 5000 Frames. Und meine Grafikkarte ist noch nicht mal ausgelastet. 5000 fucking Frames. Also habe ich es jetzt einfach runtergedrosselt auf 240 und habe Fast Sync an, um es dann auf 60 zu drücken. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwas bewirkt. Aber wir werden es sehen, sobald es anfängt zu ruckeln. So, schauen wir mal. Questmäßig sind wir ja ganz gut dran. Tag der Abrechnung. Genau. Die Waffe im Haus von Tims Nachbar. Das suchen wir jetzt. Hat bestimmt der gute Billy. Bill. Bill hieß er. Ihr wisst noch, wer Bill war? Dieser eine blöde Wichser. Von die Bitches, Alter. Hier geht's auch gut. Wir könnten jetzt eigentlich schon einen Schuh machen und in das nächste Gebiet rein. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass selbst Leute, die damals das Spiel gezockt haben, groß geht raus, beeindruckt sind, wie lang das Spiel ist. Und ich muss ehrlich auch sagen, ich hatte es ein bisschen kürzer in Erinnerung. So, Zombies, versammelt euch. Es sind immer die Infizierten, die einen den Spaß versauen. Meine Fresse, wenn es nicht meine Ex ist, ist es ein Infizierter. Ich werde euch übrigens demnächst mal ein Update geben auf dem Kanal für die Leute, die es interessiert. Was denn jetzt rausgekommen ist. Der ein oder andere hat es ja mitbekommen. Ich hatte mich beworben für eine andere Stelle im Unternehmen. Mit ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr kreative Freiheit, wie ich denke. Und auch wenn ich da als alter Pessimist, der ich nun mal bin, mir wenig Chancen ausrechne, gibt es ja immer noch Operation H. Ne, Operation H, H wie Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zwar zuletzt, aber die stirbt halt auch. Ne? Aber, und das kann ich auch euch immer nur als Tipp geben, ob ihr jetzt irgendwas bekommt, was ihr gerne hättet oder nicht, ja. So Rückschläge gehören zum Leben dazu. Die machen uns stärker. Die machen uns weiser. Weiser? Let's see what we got here. Let's see what we got here. Warum ist das Spiel so leise? Soll das hier so neblig sein? Aber immer ganz gezielt durch die Tür. Da können wir echt nichts gegen sagen. Das war der Stinker hier. Ich glaube nicht, dass hier so viel Nebel sein soll. Mach mal einen Wasserhahn an. Damit der Nebel weggeht. Ach, hier brennt's. Ja, das ist
brenzlige Situation. Müssen wir bloß noch rausfinden, wo er hier die Waffe gebunkert hat. Da haben wir dich schon. Tims Waffe, da haben wir es. Markenchampagner haben wir auch nochmal bekommen. Alter Verwalter. So, bisschen das Popöchen geklopft. Der ist gar nicht schlecht, der Polizeiknüppel. Also die Polizisten, die wissen schon, warum sie mit so einem Teil rumlaufen. Die wissen, was Spaß macht. Zack. Also kannst du ordentlich die Köpfe wegknuppeln. Das ist quasi Spaß im Maxi-Spar-Abo. So. Performance-technisch will ich gar nicht zu viel loben oder schlecht reden. Ihr seht wahrscheinlich auch, das läuft ein bisschen unstable. Aber lieber unstable als gar nicht. Ne? Mit unstable kenne ich mich aus. Ihr beliebigen Ex-Spruch einsetzen. Tim, ich habe deine Waffe. That's it. Thank you. It's Judgment Day. Time for all the sinners to pay. Judgment Day. It's Judgment Day. No! Tim, no! Get out of here! Get out! Das Open ist, das war meine beste Arnold Schwarzenegger-Impression ever. They trying to kill us! Get out of here! Ja! Es tut mir so leid, Leute. Metallschrott und Reiniger. Überleg mal. Genau die Sachen, die wir einfach nicht haben, ne? Ach, guck mal. Stimmt, wir haben ja den neuen Pflanzstreitkolben. Den haben wir noch gar nicht. Aber Stacheldraht ist mir auch ein bisschen zu low. Aber sieht so aus, als ob wir gar nichts anderes machen könnten. Ja. Das ist so bescheuert, dass man warten muss, bis das einmal durchläuft. Ja. Aufprall können wir auch mit einem Pflanzstreitkolben machen. Zauberstab können wir auch machen. Draht. Draht. Wir brauchen Draht. Guter Draht ist teuer. Guter Draht. Guter Draht auch. Warte mal, verkaufst du Draht? Natürlich nicht, du Arschbacke. So. Quests, wie sieht's aus? Suche einen Spaten. Mann, wo war denn Spaten?
Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir gehen einfach ins neue Gebiet. Und wenn wir dort einen Spaten finden, dann können wir immer noch mal zurück und das dann einfach abgeben. Was haltet ihr dann davon? Gar nichts. Leck mich. Faster! Lay down! Habt ihr gesehen, Alter, wie ich die einfach 360 weggekloppt habe? Come on, faster! Faster! Das haben sie so geil geregelt, dass du einfach, sobald du aus der Ladesequenz kommst, nicht mehr in dem Auto drin sitzt. Das ist also, wer das sich ausgedacht hat, das ist einfach ein Genie. Einfach ein Genie. Was sind wir denn hier? Ach, wir sind ja hier unten, Alter. Ja. Ich dachte, wir wären bei der ersten Tankstelle und ich wollte jetzt da einfach quer durchfahren. Aber wir sind ja hier bei der anderen Tankstelle. Und da kommen wir ja so nicht einfach hin. Zumindest können wir hier nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, indem wir einfach... Okay, danke, dass du nicht explodiert bist. Mal gucken, ob hier Cinnamoy oder einer seiner Leute vielleicht Spaten verkaufen. Das wäre halt übelst geil. Aber ich sag's ganz ehrlich, also wenn wir eine Nebenaufgabe vielleicht nicht erfüllt haben, da würde ich jetzt auch nicht durchdrehen. Ja, also so ist nicht. Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal da an, wo wir ankommen sollen. Bei meiner Fahrweise weiß man schon, die Aussicht auf ein erfolgreiches Ankommen ist halt nicht immer gegeben. Vor allem, weil ich halt auch gar nichts sehe, ne? Kommt mir länger vor als beim letzten Mal die Strecke hier. Aber wie cool, dass wir nochmal die ganz an Anfang, na gut, nicht ganz an Anfang, aber schon ganz an Anfang. Nochmal zurück mit dem guten Cinnamoy quatschen, Alter. Gucken, vielleicht können wir zum Wah abgeben. Den Markenchampagner haben wir ja auch noch. Können wir uns nochmal 1000 EP einballern, wenn wir Bock drauf haben. Werden wir sehen, werden wir sehen. Alter, da sind wir schon angekommen. Schon. Nach einer gefühlten halben Stunde Fahrt. Gute Nachrichten gegen schlechte Nachrichten. Ist mir scheißegal, Hauptsache Fähigkeitspunkte. Jetzt bist du richtig wütend, kanalisierst deinen Ärger und gehst härtere Gegner an. Die Raserei hält länger an und jeder Schlag schleudert Feinde in die Luft. How can I say no? Gibt's dann als nächstes. Verringert die Menge an Wut, die zur Aktivierung von Raserei benötigt wird, um 15%. Zerschmettern von Köpfen von Feinden mit stumpfen Waffen erzeugt zusätzliche Wut. Jeder Kill bei Raserei stellt Gesundheit wieder her. Na, das brauchen wir aber nicht wirklich. Cinnamoy! I thought all was lost. This kind of hunger makes people crazy. Some were saying we should eat the dead. We do that. How are we any different from those things out there? What you brought is a couple of more weeks of hope. Sadly, not for everybody.
But you're probably wondering if we reach that guy on the radio, right? Yeah. Yeah. Unfortunately, I don't have any good news. I told you our equipment turned out to be too weak. Dominic and a few others headed to the hotel to try the antenna there. We haven't heard from them for 2 days. So you're our last hope. You need to find them, and we need to pray that he's still alive. Because he's the only one who can get that hotel antenna up and running. Alter Cinema, du alter Faltenhund. Ganz ehrlich, da kommen wir hier an, ja, denke ich, ey, können wir ein bisschen mit Cinny abhängen, ja, vielleicht ein Bierchen trinken, ein Energy Drink, ja. Man kommt da wieder so, Alter, immer nur haben, 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 immer nur ich will, ich will, ich will. Wer fragt mal nach meinen Sachen? Keiner. Alles Arschlöcher. Egoistische Drecksbatzen. So. Operieren. Flanschi, der Flanschstreitkolben. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Kabel bekommen. I heard the scourge came from outer space. Wasserleichenfleisch. Nägel, große Batterie. Ein Rochenschwanz. Schwanz. Ja. Schadenanrichtender Stock. Ein behinderter Hammer. Der Stock ist schon ziemlich geil. 322? Und der ist noch nicht aufgewertet? Came from outer space. Kann man mal im Hinterkopf behalten. Hey, Friends. So, wir haben schon gehört, wir dürfen aufs Hoteldach. Das ist eine super Idee. Im Hotel, da habe ich mich so richtig wohl gefühlt. Da ist so eine gedrückte Stimmung hier gerade. Sag mal hier, nirgends Draht oder was? Scheiße. Kein Draht. Gut, das heißt für uns... Fangen wir mit dem Teil? Da fahre ich lieber mit dem normalen Auto. Sehe ich wenigstens, wo ich hinfahre. Warum hustest du so? Bist du angesteckt? Muss ich dich töten? Leider. Auf Cinnamon Island fahren die alle auf der falschen Seite. Gerade über den rüber gefahren, ohne dass denen das was getan hat. Er hat's was getan. So. Übrigens danke an alle, die dafür Verständnis hatten oder haben weiterhin, dass das hier manchmal ein bisschen unrund läuft. Ich tue mein Bestes. Ich, wie gesagt, das ist ein Problem, ein Luxusproblem, mit dem ich noch nie zu kämpfen hatte. Weil die meisten Games aber auch auf einer Engine laufen, die nicht komplett scheiße ist. Also ich hatte noch nie das Problem, dass einfach ein Game so schnell läuft, dass die Engine damit nicht mehr klarkommt.
So, Alter, was es hier alles zu looten gibt. Kein einziger Typ hat ein Kabel bei. Aber 5000 Mal Feuerzeugbenzin und so. Und eine LP-4000 Batterie. Nice. Das sind genau die Sachen, die ich gesucht habe. Krass. Bin ich mal gespannt, ob wir da durch denselben... Flur etc. latschen oder ob wir diesmal was anderes vom Hotel sehen werden. Bin gespannt. Maybe we should try again in an hour. An hour? 104.8, are you there? Can you hear us? This is 104.9. Yeah, yeah. Alright. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is, if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter and we'll be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut it. What? Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. That's where the prison is. Who the fuck are you? A convict? Speak! My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. Banoi Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you, she's badly hurt, beaten by one of the infected. She was trying to help him, heal him. I only know all this because of her. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course we're gonna be suspicious. How do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming or what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prison is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers inland to Mingindi and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. They will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. It's us against them. We'll be in touch. What the fuck? Holy shit, das war das creepigste, was ich bisher jemals irgendwo gesehen habe, Alter. Let's open this up. Fucky Mucky, Alter. Steht unser Auto noch da?
Okay. Wir sollen also landeinwärts. Durch irgendwelche China-Bunker. Macht Sinn. Genau das hätte ich nämlich auch als nächstes vorgeschlagen. Fuck off. So. Wir fahren natürlich. Leichter geht's mit den Jahren beim Fahren. So. Okay, der Plan steht also. Wir müssen gucken, wie wir auf so eine Gefängnisinsel kommen, um da mit einem angeblichen BIDF... Und mir kam es so vor, als ob er selber einmal kurz gesagt hat, er ist BDIF. Colonel. Könnt ihr ja mal euch anhören, die Soundfile, Alter. Also nochmal zu... einfach zurückschalten. Und ich glaube, das letzte Mal, wo er es erwähnt, sagt er... BDIF, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, der Typ, der will uns helfen, das wissen wir ja seit Anfang an. Er ist auch der Einzige, der wusste, dass wir immun sind. Warum auch immer. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Da fehlt eine Handbremse bei dem Wagen. Junge. So. Dann wollen wir mal Cinemoy die gute Nachricht verklickern, Alter. Dass wir jetzt quasi ins Landesinnere wollen. Bitch, what? Goldgräber, überprüfe Hotel Bungalow 14. Was ist das denn jetzt für eine Quest? Vor allen Dingen, warum haben wir da zwei Ziele? 14? Okay, das ist so strange, dass ich mir das auf jeden Fall angucken muss, Leute. Wie würde mein Arbeitskollege sagen? What the heck? So, schauen wir mal. Zack. Da drüben kommen noch ein paar Leutchen. So. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in dieser Folge so gesagt habe. Und nein, ich will's nicht wissen. Das macht bei der Engine, bei der neuen, gar keinen Spaß. Was ich interessant finde ist, ich weiß, dass Dying Light auch nicht zu 100% super lief immer. Aber es lief, glaube ich, besser als... als hier Dead Island jetzt. Deswegen. Und was mich halt vor allen Dingen wundert ist, das lief halt butterweich mit meinem alten PC. Aber wirklich butterweich. Deswegen. Interesting auf jeden Fall.
So. Das ist Bungalow 14. Da war ein Dollar drin, habt ihr das gesehen? Ich habe keine Ahnung mehr, was das hier für ein Auftrag ist. Dass hier überhaupt einen Sinn macht, was wir hier machen? Aber wir werden sehen. Hoffe ich zumindest, dass wir was sehen. Wahrscheinlich sehen wir gar nichts. Wie immer. Was? Okay, Leute, wie es hier weitergeht, ja, ob wir es letztlich zum Gefängnis schaffen werden, was ja so ein bisschen aufgebaut ist wie Alcatraz jetzt, also mit Minen draußen rum und sonst was, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Dead Island, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye.